Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 24. Juni. Auf Nimmerland. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Hat vielleicht jemand gestern die Talkshow gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich schaue kein Fernsehen. Mann. Das müsste sie doch so langsam mal wissen, oder? So langsam kann sie es auch mal wissen, ja? Mann. Ja, herzlich willkommen, eure Freunde. Zurück zu Animal Crossing. Wir fangen heute vielleicht den Prachthirschkäfer. Ich hoffe, den kriegen wir. Wir haben noch 18 Minuten oder so, oder? 16 Minuten Zeit. Okay. Edda, hallo. Wollte dir etwas über Bonsai-Bäume schreiben, aber dann habe ich mich mal etwas in das Thema vertieft und mir ging auf, dass das alles nie in eine Karte passt. Also was soll's. Okay, danke für die schöne Karte. Ich habe auch den Hammer gefangen, aber den zeige ich euch um 8 Uhr. Denn wir brauchen jetzt den Prachthirschkäfer. Ich hoffe, ich habe noch genug Bäume. Oh Gott, das sieht man so schlecht hier. Die hängen gerade an Bäumen. Oh Gott, ey. Ich habe die zu nah beieinander gestellt. Okay. Wir müssen vorsichtig sein, Leute. Hier sehe ich noch nichts. Ich meine, der Käfer, der hat auch noch Zeit bis nächste, bis September, glaube ich. So, ich gehe hier ganz, ganz geschmeidig durch, aber noch sehe ich nichts. Der wächst nur an Bäumen und nicht an Palmen. Okay. Ich sehe noch nichts. Okay, hier unten ist eh nichts. Links sind, glaube ich, keine Bäume, ne? Ne, nur hier. Okay. So, da ist die kleine Jess. Da hinten. Hä, habe ich mir das eingebildet? Ne, da ist einer. Aber ich glaube, das ist kein Prachthirschkäfer. Ich glaube, das ist einfach nur ein normaler. Naja, schauen wir mal, ne? Und bam. Was haben wir hier? Japan-Rosenkäfer, genau, der war's. Der war es. Ist Dings da? Ne, der ist wieder nicht da, okay. Schade. Was ist das denn da? So, was haben wir da? Schönes. Ein. Ach, dieser Sandlaufkäfer, okay. Oh, mein Kescher ist kaputt. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Oh Gott, ich habe keinen Ersatzkescher, Leute. Ach Mann. Muss ich wieder in meine Bruchbude reingehen? Oh, du kannst ins Lager. Du. Lametop. Toller Name. Ich muss, glaube ich, auch nochmal zu Björn und Dingsybums. Um meine restlichen Kristalle auszugeben, weil irgendwie habe ich keine Lust mehr dahin zu gehen. Ist mir zu nervig. Wir haben auch schon wieder Fischköder für die nächste Flösselhecht-Mission. Der Fisch ist so nervig. Wirklich. Ach, ich wollte mir ein Ding holen. Boah, Mann. Oh, ich muss niesen. Oh, auf den Schock habe ich erstmal ein Foto hier gemacht. So, Werkzeuge hier. Na gut, haben wir ja nochmal ein paar da. Ich glaube, ich habe mich echt erkältet, Leute. Zumindest Schnupfen ist da und Husten. Sonst geht's mir aber eigentlich echt gut. Und ich habe auch Nachricht von der Uni bekommen. Na, 1. Oktober geht's wieder los. Dann muss ich da wieder erscheinen. Ich kann aber auch nochmal wieder nach hinten geschoben werden. Mal schauen. Ich habe nichts dagegen, zu Hause zu bleiben und Podcasts zu hören. Jesse? Nein!
Nein! Mann, Jesse hat mich voll nervös gemacht. Wirklich. Hat mich richtig nervös gemacht. Hallo Himmelsfalter, das habe ich schon. Okay, da oben ist auch nichts. Gehen wir hier rein. Hallo Gärtchen. Och Mann, das war da doch bestimmt, oder? Ich glaube schon. Ne, Goliath-Käfer war es nicht. Das müsste schon Prachthirschkäfer gewesen sein. Ach Mann, ey. Ach, bei dem Baum sieht man nichts. Das ist echt blöd. Ist da oben was? Nee. Okay, okay. Ich muss mal eben nach hier hin. Nee, da ist auch nichts. Hier auch nichts. Oh Gott, ey, ist das nervig. Ich konzentriere mich gerade, weil das ist echt anstrengend. Ich weiß, Leute, es gibt bestimmt anstrengendere Sachen, als hier die ganze Zeit nur nach einem Käfer Ausschau zu halten. Aber nee, nee, gibt es nicht, Leute. Gibt es nicht. Und denkt dran, ne? Wenn das Video hier online ist, in 2 Stunden kommt die große Pokémon Direct. Ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Blauwand, okay. Oh, ich muss mich neu erkundigen. Wenn man in einem neuen Stadtbezirk wohnt, einer großen Stadt, muss man sich dann irgendwie ummelden? Nee, oder? Gott, ich weiß nicht. Weil die Postleitzahl hat sich geändert. Muss ich mal noch herausfinden. Käfer, komm zu Papi. Oh, da klebt einer. Hätte ich fast nicht gesehen. Bei dem brauche ich nicht. So, jetzt aber. Und zack. Sagt bitte nichts, Leute. Sagt bitte nichts. Zu meinen Fails, ja. Ich kann sie selber nicht ertragen. Naja. Mann. Gibt's sonst irgendwas Neues? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich Pokémon Café heute aufnehmen. Aber das ist nur per Touch spielbar. Deswegen wird daraus leider nichts. Oh, hier ist wieder nichts. Mann, jetzt hatte ich bestimmt schon 2 Chancen, diesen Kackkäfer zu kriegen. Das ist ein Jadekäfer, Japankäfer, den brauche ich nicht. Obwohl der Hirschkäfer ist eigentlich auch ein Japankäfer tatsächlich. Oh, da hinten nochmal. Okay. Und jetzt. Oh, gut. Ein Prachthirschkäfer. Mit dem Aussehen könntest du auch ein Platzhirschkäfer sein. Alles klar, für den Gag. Okay, Leute, dann zeige ich euch mal ganz kurz hier Album. Hier ist es. La la la, ich suche Teppichmuscheln. Und da habe ich einen Hai gesehen. Oh, kriege ich das auch ohne weg? Warte. So. Hui. Ein Fisch. Vibriert der. Oh Gott. Tada. Ja.
Ein Hammerhai, der schlimmste Feind des Nagelrochens. Ja, cool. Hier ist Kaffeemix, das geht leider nicht. dann bringen wir mal die zwei Sachen ins Museum. Dann fehlt uns tatsächlich nur der Flösselhecht. Ach, ich habe außerdem das zweite Teil gefunden. Also den Schwanz hier, den Schweif vom T-Rex. So, du kommst mit rein und du kommst mit rein. Ja, das habe ich gefunden. Da bin ich auch sehr, sehr happy drüber. Ich weiß auch nicht, ob ich hier bei den Fossilien alles habe oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was Eugen sagt, wenn man alles auch so Fossilien. Nee, ich will was stüften. Hier Eugen. Ja, guck mal hier. Ich habe einmal einen Piranha, einen Hammerhai und einen Prachthirschkäfer. Welch Freude, eine solche Spinne. Aber bitte, sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorzuheben. Oh ja, danke. Reicht schon. Super. Tschüss, Eugen. Wieso haben sie es eigentlich nicht wie bei den Fischen und den Insekten gemacht, dass das hier bei diesem Fangbuch da steht? Fauna PD. Wäre auch cool, wenn da Dingsy-Bumsy sind. Fossilien. Da weiß man genau, welche man gestiftet hat. So, guck mal, ganz knapp gefangen. Genau, der Prachthirschkäfer. Ich habe hier auch, ne? Ja. Wie ist der andere Käfer? Japanosenkäfer, Leuchtkäfer? Mücke, Himmelsfalter. Ja, okay. Die habe ich ja alle. Und hier haben wir noch den Hammerhai. Genau. Guck mal, fehlen uns gar nicht mehr so viele Fische, ne? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Fische fehlen uns noch. 17 Fische. Ja gut, dann. Wie fahren wir? In 4 Minuten können wir dann einkaufen gehen. Die zwei Schwestern, die machen erst um 9 Uhr auf, ne? Ich glaube schon. 9. Ja, okay, dann gehen wir eben am Strand entlang. Und, oh ne, Lukas. Lukas, wann willst du ausziehen? Ich will nicht ausziehen. Ach man, Lukas. Gib dir einen Ruck. Gib dir einen Ruck und zieh endlich aus. Oh, die haben auch noch nicht. Oh, ich wollte... Ich suche gerade die Taste. Hier ist sie. Oh ja, die sieht süß aus. Niedlich. Niedlich, niedlich. Genau, Gilliver könnte ja hier noch am Strand liegen. Die Muscheln, die sammle ich gleich doch da ein. Ach man, ich würde ja auch gern leben, aber nur wenn ich Internet hätte. Dann würde ich ein ganz, ganz langes Kabel unterm Wasser legen. Uhuhu. So. Oh Leute, ich bin noch ein bisschen müde. Obwohl ich momentan echt gut schlafe. Ich muss meinen Controller gleich aufladen. Darf ich nicht vergessen. Darf ich nicht vergessen. Also morgen kommt auf jeden Fall eine Folge Pokémon. Da werde ich dann ein bisschen drüber reden, was heute angekündigt wird. Denn entweder wird es cool oder es wird cool. Also ich glaube, es wird schon cool. Aber ich glaube, es ist zu früh für ein 4. Gen Remake. Ich glaube, es ist zu früh, zeittechnisch. Ich glaube eher an so ein kleines Nischenprodukt wie Let's Go Johto, dass das dann aber auch noch dieses Jahr rauskommen würde. Weil Pokémon veröffentlicht eigentlich nie Trailer 2 Jahre vorher. Also eigentlich immer für das Jahr, ne, was gerade da ist. Und wenn sie dann was ankündigen, dann ohne Bilder und 11 Minuten Präsentation, da denke ich schon eher, dass der Titel dieses Jahr rauskommen wird.
Ich glaube, vierte Gen wird es nicht sein. Obwohl ich mir es sehr, sehr wünschen würde, Leute. Wirklich. Wirklich, wirklich. Ich würde es mir echt wünschen, aber ich glaube, vierte Gen kommt erst nächstes Jahr. Kommt erst nächstes Jahr, weil ich glaube... ich glaube eher... Also, wenn dieses Jahr noch ein Pokémon-Spiel rauskommt, ne, wenn das wirklich heute der Fall sein sollte, dann wird es Let's Go sein und nicht vierte Gen. Vierte Gen wird, glaube ich, niemals diese... ich sag nicht niemals zu... 70% dieses Jahr nicht rauskommen. Nee, wirklich nicht. Buddha bei dem Fischnaller. So, hallo Opa, bist du da? Hallo, ich finde sein Haus so scheiße. Willkommen, entspann dich einfach so, als wärst du zu Hause. Sag mal was. Na Moritz, bist du für das Insektius-Turnier am Samstag gut vorbereitet? Ich habe seit Wochen meinen Trizeps speziell trainiert. Die Insekten haben keine Chance zu entkommen. Cool. Wir plaudern. So. Okay, die haben offen. Wir haben bis jetzt echt nur Schrott gehabt, ne? Und eigentlich müsste auch die Tage mal wieder ein Informationsvideo von Animal Crossing kommen, was die nächsten Events sind. Weil guckt euch diesen Schrott hier an. Was will ich mit dem Schrott? Ich weiß es nicht, Leute. Die haben nie coole Möbel. Echt nicht. Ich kann hier überhaupt keine, keine Innenarchitektur, Innen... Oh Gott, wie nennt man das denn jetzt? Innen einrichten, ja, weil ich keine gescheiten Möbel bekomme von diesen kleinen Dingern da, ey. Mann, schrecklich, schrecklich. So, Leute, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag. Gerd, willst du nicht endlich mal einen Laden eröffnen? Bitte. Was hast du denn heute? Nee, die gefallen mir nicht. Sorry, sorry, kleiner Gerd. Wir sehen uns dann irgendwann wieder, Leute. Bis dann, euer Kamido. Haut rein und ciao.